Ich bin gerade dabei, meine erste Challenge-Woche zu planen, was ich da kochen werde. Dafür habe ich mir so Vordrucke vorbereitet. Die packe ich euch auch unten in die Infobox als Blankoblätter, die ihr euch einfach ausdrucken und selber ausfüllen könnt, je nachdem, wie eure Lebensumstände so sind. Und je nachdem, was ihr so mögt aus dem Buch an Rezepten und sowas, könnt ihr da ganz gut vorplanen. Ich habe hier oben so ein Feld gemacht, wo man dann einfach jeweils die Woche ankreuzen kann. Und dann könnt ihr hier Frühstück, Mittagessen, Abendessen einplanen und ganz unten ist nochmal ein Feld für die sportlichen Aktivitäten, falls ihr die mitplanen möchtet. Was man ja beachten sollte, ist, dass ihr mittags Stufe 1 und Stufe 2 Rezepte kochen dürft und abends, also hier in diesem unteren, in dieser unteren Hälfte, halt dann nur noch Stufe 1 Rezepte. Das habe ich jetzt schon nicht ganz so beachtet, leider ist mir gerade aufgefallen. Ich muss dann da nochmal einfach ein Alternativrezept suchen. Ich habe es nämlich so gemacht, dass ich erkläre euch das jetzt kurz. Ich habe als allererstes hier, jetzt sind die halt schon überklebt, hier an die Seite jeweils hingeschrieben, wann ich arbeiten muss. Leider muss ich halt in der ersten Challenge-Woche 5 Tage arbeiten. Ich habe ja so einen studentischen Aushilfsjob und da muss ich halt wirklich jetzt die erste Challenge-Woche relativ viel arbeiten, weil das halt die Woche nach Ostern ist, beziehungsweise mit dem Ostermontag sogar noch mit drin und da sind halt viele bei uns einfach in den Ferien und so und deswegen muss ich als Student dann da halt relativ viel arbeiten. Wir haben dann sogar noch einen verkaufsoffenen Sonntag da mit drin. Und deswegen muss ich dann halt auch da mal gucken, was ich da so an Mitnehmsachen für auf die Arbeit alles planen kann. Ich habe mir jetzt für auf der Arbeit zum Beispiel die Spartanerhirse oder die rote Linsensuppe geplant, dass ich die dann halt da in der Mikrowelle aufwärmen kann, die Suppe, oder die Spartanerhirse halt so im Gefäß mitnehmen kann, um die dann da roh zu essen. Quasi. Ja, dann habe ich so gemacht, dass ich mir verschiedenfarbige Post-its genommen habe. Habe die jeweils auf die Größe passend zugeschnitten, dass das halt hier so kleine Post-it-Sticker sind, die ich dann beschriften konnte. Da habe ich für Stufe 1 Rezepte die gelbe Variante genommen, für Stufe 2 Rezepte die orangene Variante und für den Frühstück die grüne Variante. Wobei ich mir beim Frühstück schon überlegt habe, ich werde nur 3 bis 4 verschiedene Frühstückssorten machen und werde die dann jeweils nach Lust und Laune halt einfach variieren. Ich werde halt die Superfood-Marmelade machen, also die Superfood-Jam. Dafür habe ich ja extra hier die Goji-Beeren schon bestellt gehabt und die Superfood-Marmelade ist dann noch kombiniert mit Himbeeren. Die werde ich mir auf jeden Fall machen und werde die dann mit Vollkornbrot oder mit Vollkornbrötchen, je nachdem, was wir gerade da haben, kombinieren. Dann werde ich die Hirsecreme ausprobieren. Da hat die Coconut, das ist ja die, der Kanal heißt Coconut 2103970, glaube ich. Ich verlinke euch die auf jeden Fall unten auch nochmal in der Infobox. Die hat da so von geschwärmt. Die werde ich dann auf jeden Fall mal machen. Dann werde ich den Firestarter einfach so als Shake, wenn ich mal keine Zeit und keine Lust habe, groß zu kochen, machen. Oder mir auch nochmal so ein Basic Müsli, was ich dann mit einer Mandelmilch, die ich ja letztes Mal schon super lecker fand, kombinieren kann. Also die 4 verschiedenen Frühstücksvarianten werde ich kombinieren. Dann habe ich mir verschiedene Stufe 1 Rezepte, das sind die gelben, rausgesucht aus dem Buch. Da ist halt auch nochmal eine Suppe oder 2 verschiedene Suppen sogar. Also einmal die rote Linsensuppe und einmal die Tomatocino mit dabei. Die kann ich auch schon vorbereiten und dann jeweils auftauen und dann frisch warm machen, wenn ich die essen möchte. Das heißt also, die ist so dann für so der Joker für Tage, wo ich mal keine Zeit habe und keine Lust zu kochen. Und dann habe ich halt auch noch so 3, 4 verschiedene Stufe 2 Rezepte, je nachdem. Ob ich dann da Lust zu habe und habe dann das Ganze, was ihr jetzt hier seht, nochmal ins Reine geschrieben. Die Variante, die werde ich euch aber erst online stellen, wenn die erste Woche wirklich rum ist und ich da meine Erfahrungen mitteilen kann. Weil es kann halt sein, dass ich diese Post-its halt auch noch nehme und mal umpositioniere oder so, je nachdem, ob das dann so alltagstauglich ist, wie ich mir das momentan noch so denke. Ja, deswegen also meine Planung bisher mit Post-its. Ich werde euch dann aber auch die reingeschriebene Variante online stellen. Zusammen mit dem Woche 1 Video, aber soweit dann jetzt meine Planung. Jetzt werde ich dann weitermachen, indem ich die ganzen Rezepte, mir die Zutaten rausschreibe und mir damit dann quasi eine Einkaufsliste mache. Ich habe ja hier schon diese Basic-Einkaufsliste, die findet ihr auf veganforfit.de. Das sind so diese ganzen trockenen Sachen und die ganzen Basic-Sachen, die man braucht. Die habe ich ja schon alle. Viel davon steht ja hier schon im Hintergrund auch. Manches ist auch im Kühlschrank, also natürlich die
Hafermilch, Sojamilch, Sojajoghurt habe ich noch nicht, den muss ich noch kaufen. Und so Sachen wie das Tofu Natur geräuchert und sowas, das habe ich aber alles vegetarisch.de schon bestellt, das ist natürlich im Kühlschrank. Ja, und so versuche ich jetzt gerade so eine Wochenplanung hinzukriegen und direkt auch einen Wocheneinkaufsplan. Ich werde euch in meinem Woche 1 Video natürlich mit den täglichen Updates dann wissen lassen, wie alltagstauglich meine Planung da gewesen ist und was ich dann für Woche 2 vielleicht besser machen kann oder so, keine Ahnung. Aber so plane ich das momentan. Wie gesagt, die Vordrucke bekommt ihr unten in der Infobox verlinkt als PDF. Wenn ihr euch das selber ausdrucken wollt, dann sind das halt einfach hier diese Blankoblätter, wo ihr dann selber mit Bleistift oder auch mit Post-its eintragen könnt, wie ihr eure Woche plant. Ja, und das ist momentan so meine Planung. Ich versuche das alles mit meinen Arbeitszeiten übereinzukriegen und direkt den Sport mit einzuplanen und so. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, aber ich bin fleißig am Planen, wie ihr seht.